Natürlich, Staravia. Dann geht es jetzt natürlich auch wieder ein kleines bisschen weiter. Hoffe ich. Ich werde jetzt erstmal das Staravia meiden. Aber ich kann mich tatsächlich auch auf den Weg hierhin machen. Ich will ein bisschen das Gebiet ja noch ein bisschen mehr erkunden. Und zwar genau an den Plätzen, wo ich ja zum Beispiel noch gar nicht war. Oh, Kleinstein. Das ist ziemlich groß. Aber... Wir machen das einfach mal fertig. Das größere Bammelin, das mit dem Elite-Bammelin ja unterwegs war, das haben wir im letzten Part tatsächlich noch geschafft einzufangen. Ja, der fliegt mal lieber. Der fliegt auch. Ich gehe einfach mal wieder zu X-Pokéball zurück. Das ist nicht das, was ich wollte. Geht es nur mir so oder seid ihr alle total groß? Dann ist der Big Mama überhaupt nichts Besonderes mehr. Tut mir leid, das so wahr sagen zu müssen. Oh nein, er ist abgehauen. Weggeflogen. Kann ich nicht aufsammeln, weil meine Tasche voll. Oh, das ist genau wie bei Legend of Zelda. Komme ich hier heile runter, ohne mir was zu tun? Ich mach's immer wieder. War ja ein kleines bisschen. Hey. Sternstaub. Kann ich das nicht einfach. Kann ich aber auf Mann nicht. Ich werde jetzt mal probieren, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, wer du bist. Du bist auf jeden Fall kleiner. Hat er mich jetzt schon bemerkt? Der weiß, wie man sich versorgt. Na gut. Ein paar Parasse fangen. Und diese vielleicht auch irgendwo im Kampf einsetzen. Das ist, da kann man nicht falsch machen, denke ich. Was? Der Kampf geht weiter? Oh. Ich habe ja noch gar nicht gesehen. Wenn du nicht dagegen hast, ich würde dich gerne mit einem Biss töten. Also kann man doch zwei Pokémon gleichzeitig fangen. Gut zu wissen.
Und es ist interessant, dass es doch kein Shiny ist, obwohl es diese dunklen Pilze hat. Weil alle sagten ja aufgrund des Profilbildes des Paras wäre Shiny. Aber wir sehen das ja jetzt direkt nochmal im Vergleich. Das Pokémon ist kein Shiny, obwohl es so aussieht. Oh nein! Das ist so eins. Das ist riesengroß! Kraft der Wildnis. Oh nein, Luxio, du bist vergiftet. Die andere Frage ist, kann ich das trotzdem fangen? Bei Bidifass habe ich hingekriegt. Oh, verdammt. Jetzt aber die Defensiv. Oh nein! Au! Oh Mann, ein Ruckzuck-Hieb. Wie kannst du das verfehlen? Das ist doch so riesengroß! Wirklich? Wie geht das? Es ist doch riesengroß. Das kann man doch nie verfehlen. Mann, der kann es echt mit Giftpuder übertreiben. Jetzt will ich nichts mehr. Jetzt will ich wieder werfen. Komm! Ich hab sie fangen! Oh, geil! Ich hab das Paras gefangen. Bin ich hier überhaupt? Wo bin ich hier überhaupt? Halt. Windpassage. Aber hier muss ich hin. Ups. Ich wollte es nicht markieren. Ich wollte eigentlich da hin. Oh, mich hat ein Pokémon entdeckt. Oh nein, das saugt mich aus. Läuft mir hinterher. Hallo. Au. Ich habe keine Wahl. Ich muss gegen es kämpfen. Na gut. Igelaber, mach's fertig mit Flammenradattacke. Gut gemacht. So, jetzt gehen wir erstmal. Eigentlich müsste ich hier hin. Da muss ich hin. Bei Windpassage wurde gesagt, soll mir ein rotes Irrlicht fangen. Ich bin aber verwirrt deswegen. Muss ich da bis in die Nacht warten? Muss ich das starre Lili fangen? Muss ich das starre Via fangen? Wen muss ich da fangen? Ich weiß, dass sie auf mich warten, aber ich bin hier genau in der richtigen Richtung, wenn ich hier hingucke. Wenn ich hier hingucke, dann bin ich hier. Also
Muss ich da lang? Oder besser hier über den Berg. Genau. Damit hier, du weißt, was du zu tun hast. Damit hier schafft es nicht allein. Wozu gibt's Felsen? Passage. Soll das hier sein? Was ist das, Staravia? Ich meine, ich hab's doch gerade besiegt, oder? Super, greift mich an, cool. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist die Windpassage. Wobei, wenn ich das richtig sehe, laufe ich doch hier. Kann man hier zoomen? Perfekt. Diese gesamte Halbinsel hier ist die Windpassage. Weil ich eins weiß, dann war ja das Bammelin. Vielleicht ist es ein spezielles Pokémon, das eine 100%ige Fangrate hat, weil das zur Story gehört. Beziehungsweise zu dieser Quest. Golbat. Vorhin habe ich das Staralini gesehen und nicht fangen können. Vielleicht ist ja doch das Staralini. Nicht falsch, oder? Oder ist es wieder dieser Stirnfried? Rotes Irrlicht. Eigentlich kann man dazu auch vermuten, dass die vielleicht diese Zerbeißi gesehen hat. Das ist der einzige Hinweis, der mich darauf hindeuten lassen würde, dass die ein rotes Irrlicht gesehen hat. Einmal dieses Elite-Pokémon und es war vielleicht ein Zerpeise. Weil das das einzige Pokémon ist, was rot ist. Deswegen werden wir einfach mal versuchen, damit irgendwas zu machen. Na gut, werden wir es mal versuchen müssen. Am liebsten würde ich ja noch paralysieren. Ich weiß nicht, ob wir damit was erreichen würden oder ob es tot wäre. Wir versuchen es. Kein Effekt. Ist auch nicht gerade sehr. Wir haben das nämlich besiegt. Also dürfte es eigentlich nicht dasselbe sein wie das, was wir eigentlich nie gesehen haben. Okay, ich habe sie gefangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das vielleicht sogar war. Ich möchte mal schauen, ob es... Was ist denn das für ein Gebiet? Sieht ja interessant aus. So, wir gehen erstmal hier hin. Und wir werden uns erstmal ausruhen bis in die Morgenstunden. Dann haben sie sich nämlich wieder aufgeladen. Deine Pokémon haben sich ausgeruht und sind putzbunt. Oh yeah. 11 Pokémon empfangen. Davon haben wir ein Milica, ein Driftlon, ein Zerputze, ein Zubat, 2 Bammeline, ein Staralini, 3 Parasse und ein Zerpeise auf Level 30. Damit hätte ich sogar meine gekauften Bälle wieder.
Die Lava ist vollständig cool. Was haben wir damit geschafft? Einsatz vom Flammenrad gesehen über 4 Mal. Exemplare, die sie entwickelt haben, 1 Mal. Und das andere ist als Glut, ruckzuck, Hieb und Flammenrad. Okay. Krafttechniken müssen wir mal lernen, mehr zu. Müssen wir mehr mit den Techniken machen. Auf jeden Fall. Man könnte einfach nicht weniger mit den Techniken machen, finde ich. Das geht einfach nicht. So, wo haben wir die gute Frau gesehen, die gesagt hat, hier. Ja, ich habe das rote Irrlicht gesehen. Ich glaube. Wir werden sie nie wiedersehen. Ich weiß, dass der Typ vorbeikam. Es war dieser Typ, dachte ich. Wobei, der hatte Grüne. Was ist das? Oh mein Gott, ich habe das überhaupt noch gar nicht abgegeben. Das muss ich doch die ganze Zeit hier machen. Bin ich dumm oder was? Ich weiß nicht, warum auf dem Acker. Ich war auf dem Acker und dann bin ich vom Acker hier. Hier an das Besitzer vorbeilaufen. Wisst ihr was? Theoretisch können wir jetzt auch die Quest fertig machen mit den großen Bammelin. Bammel! Hast du ein Bammelin für mich, das größer ist als meins? Ich berichte das mal. 8 und 7. Ist nicht besonders viel größer. Wahnsinn! Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell gehen würde. Allerdings möchte ich ein noch größeres Bammelin. Es sollte mindestens 0,80 Meter groß sein. Die wollen also wirklich das Elite-Bammelin haben. Da muss ich. Jeder hat so seine Probleme und Sorgen. Du brauchst dich bloß umzuhören. Ich habe auch immer noch die Energie eines jungen Mannes, aber die Forschungsarbeit überlasse ich lieber dir. Danke, mein Herr. So, ich werde mal gucken. Falsch? Alles falsch? Alles ist falsch. Probieren wir es nochmal. EP-Bonbons, wo haben wir die denn her? Sonderbonbons, die sehen ja voll anders aus. Wir wollten hierhin. Die Missionsliste. Der König des Waldes ist in Rage. Der Klang der Wiesen, eine niedliche Stachel. Die müsste eigentlich total fertig sein. Nachts in der Windpassage. Ich denke immer noch, das ist. Nee. Das ist es nicht? Oder soll ich das im Team haben? Also ich bin mir überhaupt nicht sicher, was sie mit rotem Irrlicht meint. Ein rotes Geist-Pokémon? Ich habe keine Ahnung.
Ich hab diesbezüglich da wirklich mal keine Ahnung. Man kann echt rätseln in dem Spiel. Was ist das rote Irrlicht? Ist es die Attacke Irrlicht? Aber die ist doch blau. Und ist es ein Pokémon, das rot ist? Da wäre Zerpeise rot. Ist es das Pokémon, das ein Elite-Pokémon ist? Dann kann es jeder sein. Das ist die Frage, die mich quält. Und da bin ich ehrlich, das quält mich wirklich so ein bisschen. Was sind sie? Was ist das rote Irrlicht? Ich möchte gerne jede Quest machen. Nebenquest, versteht sich. Zumindest versuchen es zu machen. Hallo Zuba, da bist du ja. So, dann werde ich mal gucken. Hier, Zerpeise. Komm mal mit, Zerpeise. Jetzt legen wir das Bammelin hier erstmal ab. Gut. Danke. So. Dann werden wir das jetzt mal ansehen. Ich habe ja wirklich in der Theorie, dass es Zerpeise sein könnte. Vielleicht muss man das ja freilassen vor ihren Augen. Ich wüsste, wo die schon wieder war. Ich und meine Orientierung sind manchmal, wo sich manche Leute befinden, ist echt unter aller Sau. Aber ich denke, ich weiß so langsam, wo die ist. Wir müssen einfach nur die Augen wieder offen halten in der Nähe dieses Gebäudes, was falsch war. Warum stelle ich mich immer wie eine Herausforderung? Naja, was soll's. Wir brauchen ja schließlich die Herausforderung. Denn Legenden Arceus ist ja nicht nur einfach nur sich umzusehen und einen Ort nach dem anderen zu sammeln und dann hat man es geschafft. Hier sind richtige Aufgaben mit unterwegs. Ist es das? Ich will wissen, ob es das ist. Es ist das nicht. Es ist das wirklich nicht. Was ist das rote Irrlicht? Was das rote Irrlicht ist, weiß ich nicht. Aber im nächsten Part werden wir auf jeden Fall endlich mal unseren Forschungsbericht abgeben. Das müssen wir nämlich noch tun. Bis gleich und ciao.